Special war eigentlich, dass man einfach mal zusammenfasst oder zusammennimmt, was man alles braucht letztendlich, um so eine Vorbereitung für einen Triathlon oder einen Ironman zu steuern, weil ich mit Fritz jemanden habe, den ich sowohl praktisch in der Trainingsplanung betreue, als auch jetzt die Diagnostik eben mache. Es geht eben darum, ab und zu den aktuellen Trainingszustand einmal zu erfassen und dann letztendlich auch diese Erkenntnisse in die weitere Trainingsplanung mit einfließen zu lassen. So habe ich mir dann im Grunde überlegt, dass man als Gesamtpaket eine Kombination aus einem Laufbahntest, aus einem Radtest, mit einem kardiologischen Check-up und dann eben ergänzend nochmal diesen Functional Movement Screen braucht, um da ein komplettes Bild von einem Sportler zu bekommen. Das Schöne eben hier im Haus ist, dass wir im Landsmedikum die Möglichkeit haben, nicht nur meine Kompetenzen als Sportwissenschaftler zu nutzen, sondern dass ich auch die Kardiologin damit ins Boot holen kann. Das ist jetzt in diesem Fall meine Aufgabe, hier als Sportmedizinerin und niedergelassene Kardiologin am Landsmedikum, ist die internistische Sporttauglichkeit. Hier geht es in erster Linie darum zu sehen, ist Fritz Herz gesund? Gibt es irgendetwas im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems, das dagegen spricht, dass er dich wirklich diesem Höchstmaß an Belastung aussetzt, was ihn in irgendeiner Art und Weise gefährden könnte? Was wir dafür gemacht haben, ist in Ruhe und ein Belastungs-EKG, um zu sehen, ist er herzgesund, sowohl in Ruhe als auch unter Belastung. Dann zusätzlich haben wir noch eine Herz-Ultraschall-Untersuchung gemacht. Es macht einfach schon Sinn, vor einer Höchstbelastung immer mal sein Herz untersuchen zu lassen. Sinnvoll sowohl für Hochleistungssportler sicherlich einmal im Jahr bzw. alle 2 Jahre. Im ambitionierten Hobbysportlerbereich reicht es sicherlich aus, wenn man eine Sporttauglichkeitsuntersuchung alle 2 bis 3 Jahre macht.